Schweinespawner. Wieso stehen denn hier oben Schweinespawner? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Willst du mir jetzt damit sagen, wir haben... Also offensichtlich, Leute, haben wir gerade das Dungeon, das Castle, geconquered. Yay! Geil. Das finde ich gerade sehr gut. Nice. So, das Problem ist, wir haben jetzt gerade kein Schwert mehr, mit dem wir hier irgendwas irgendwie... Mist. Ah, Mist. Wobei. Sieht jetzt fast so aus, als wäre da oben noch was. Was ist das? Was ist das? Vielleicht sind wir doch noch nicht ganz fertig. Okay, auf jeden Fall können wir dann jetzt erstmal... Da kann ich jetzt mal schnell so... Den Song mal... Ja, wir lassen den noch zu Ende, der ist gleich vorbei. Und danach kommt wieder was anderes. Und wir machen natürlich auch wieder leiser hier. Das ist klar. So. Ist ja geil. Also hätten wir das Ziel für diese Aufnahme schon mal geschafft. Also so halb zumindest. Aufräumen müssen wir natürlich trotzdem noch. Und ansonsten... Krass. Das hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Dann sind die Geräusche, die... Also die... Ein großer Teil der Geräuschkulisse ist also offensichtlich tatsächlich... Ja. Ne? Jetzt kriege ich erstmal eine SMS. Was ist das jetzt? Entschuldigung. Aha. Mal wieder mein Fadi. Wie sollte es anders sein? So, geil, Freunde, ich freue mich nach der Katastrophe in den letzten Folgen mit... Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ach, es war ein Lied. Boah. Kinnasch. Könnt ihr doch nicht machen mit mir. Hör mal. Ey, hör mal, ey. Also ist das jetzt jedenfalls eine willkommene... keine Ablenkung, sondern ein willkommenes Erfolgserlebnis. Muss ich ehrlich sagen. So, pass up. Als nächstes holen wir uns mal schnell diese Kiste dort. Die ist vom Wasser aus gesehen zwei vorher. Ich würde mal sagen, ungefähr hier so. Dann gucken wir gleich mal nach. Die Sonne ist am Untergehen, aber das ist egal. Wir sind ja hier auf Save'em Island. Dann tue ich die Sachen hier mal schnell raus. Eine Karotte, wie geil. Dann tue ich die Sachen mal alle schnell raus, bis auf die Spitzhacke. Safe is safe, ihr wisst Bescheid. Und jetzt gucken wir mal schnell, ob wir das noch hier finden. Also ich glaube ungefähr hier. Oder hier, oder ich gehe mal hier hin. Okay, hier ist schon mal Stein drunter. Und hier ist es offen. Das ist nicht so gut. Machen wir mal hier noch so das hier weg. So. Wow. Okay, der Stein ist mir egal. Ich dachte, ich kriege hier was Sinnvolles. Stattdessen kriege ich einen Goldbarren, vier Knochen und Melonensamen. Sinnlos. Sinnlos. So. Naja, okay. Dann machen wir es mal so. Dann, Freunde, brechen wir die Zelte mal ab hier. Nachdem wir hier nochmal geschlafen haben, natürlich. Ist ja geil. Wir haben es geschafft, Freunde. Ich freue mich. Geil. Das ist auch eine willkommene Belohnung. Kommt der schon mal weg in unsere Tasche. Und die Werkbank packen wir mal schnell mit der Hand ein. So. Jawolle. Geil. Ich freue mich, freue mich, freue mich. Ja, brauchen wir jetzt auch mal einen ordentlichen Song dafür. Welchen nehmen wir mal? Nee. Ich dachte, ich finde jetzt spontan einen in der Zufallswiedergabe. Der ist gar nicht so übel. Wobei, wir könnten doch auch einfach den hier nehmen. Von Kevin MacLeod. Achso, ich muss natürlich wieder so machen, damit ich angezeigt kriege, wie es hier läuft.
So, weg, Bett. So, und jetzt machen wir hier die auch noch kaputt. Komm her, komm. Und natürlich hinterlassen wir das hier alles ordentlich. Und müssten deswegen eigentlich nochmal einmal Erde hier reintun. Aber ich sehe, ja, na komm, los. Los, schnell. So. Und dann, das wollte ich jetzt nicht. Nehmen wir die Beine in die Hand. Und bauen mal diese Kiste ab. Und die Abbautextur kommt auf beiden Seiten. Genau, das sind die ganzen Cobblestones, die im Schnelldurchlauf ganz am Anfang generated wurden. So, passt das alles? Hat alles reingepasst? Geil. Dann nehmen wir hier mal noch das mit, was wir noch mitnehmen können. Das Eis können wir eigentlich auch wegschmeißen. Wobei, ich werde es mal mitnehmen, weil wir ja nur einen Eimer haben derzeit. Ne, wir haben zwei Eimer und in beiden ist Lava. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber muss ich auch nicht? So. Dann schaffen wir das Zeug erstmal rüber. Wobei das eigentlich auch keine so gute Idee war jetzt gerade, fällt mir ein. Weil mir ja noch nicht alles ausgeleuchtet da oben drin. Hm. Mist. Das war natürlich jetzt echt keine so gute Idee. Dann lassen wir mal die wichtigen Sachen alle hier. Nochmal. So, dann gucken wir mal, was wir noch hier lassen können. Nicht so viel. Schade. Ein verkackter Pfeil. So viele Skelette getötet. Ein Pfeil, ey. So, das Schwert würde ich dafür ungern nehmen. Kiste haben wir hier. Ich brauche mal schnell... Werkbank haben wir noch dabei. Okay, dann nehme ich jetzt nochmal ein Holz mit. Das hier und das. So, jetzt ist die Four-Beer-Polka auch vorbei. Jetzt hoffe ich, wird mir gleich wieder gezeigt, was hier... Ja, Zero Page als nächstes. So, jetzt Schweinchen gehen wir kurz weg. Ich würde hier mal schnell eine Kiste hinstellen. Oder mehrere gleich. Und die Werkbank. Jetzt packe ich hier erstmal alles rein, bis auf zwei Cobbles. Die würde ich mal draußen lassen. So, und das Essen würde ich natürlich auch behalten erstmal. Ja, habe ich jetzt gerade mir sehr gut überlegt. Dann machen wir das mal so. Dann mache ich mir gleich mal zwei Schwerter. Das behalte ich mal noch. Zack, 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 zack. Und zack. Ach ja, Fackeln. Scheiße, hätte keine Kohle mitgenommen. Mist. Das ist ja natürlich unpraktisch. Müssen wir noch schnell zurückrennen. Aber wir haben ja Zeit. Und dieser Kuchen da oben in der Wolke, der verunsichert mich. So, jetzt nicht die falschen Tasten drücken. Alles schon da gewesen. Deswegen wird Zeit, dass wir hier diese Begrenzung bauen. Ich weiß nicht, wo ich den ganzen Kobbel hernehmen soll. Das war falsch. Nehmen wir gleich alles, oder? Klar, und dieses Tropenholz machen wir jetzt mal direkt alles zu. Stiggies. So. Und zack. Haben wir da auch unsere Faculties wieder. Hatte ich mir jetzt eigentlich schon Schwerter gemacht? Nee, ne? Ich bin wieder so gut dabei. Da ist ein Diamant. Rovel. Und die ganzen Schweine. Wahnsinn. So. Jetzt erstmal ganz schnell hier der hier. Und so. Zack, zack, zack. Mhm. Der eine Stick fliegt daneben, aber das ist nicht so schlimm. Packen wir gleich hier rein. Aua. Das hat gerade ein bisschen geknaggert. So. Fackeln. Nehmen wir mal da noch eine hin. Was ist denn jetzt hier los? Hey, hallo, hier ist jetzt nicht mehr untervermietet hier alles. Mal hier überall noch was hinhängen, hinstellen. Wir hatten was. Ich dachte, wir waren hier oben fertig. Mensch, Leute, nee. Ach so, das ist gar nicht hier oben alles. Sondern vermutlich unten auf den Plattformen. Oder irgendwo anders noch. Oder es ist doch noch hier in dem Schloss. Die ist so groß von oben. Ob wir hier wirklich schon fertig sind? Das ist die Frage. So, kurz vor 19 Uhr. For those who are interested.
Also, nobody? Nee, ich glaube, wir sind noch nicht ganz alleine im Schloss. Machen wir hier noch was hin? So, und hier vorne noch. Hier kann es, glaube ich, nicht hell genug sein. Wenn ich ehrlich bin. Das heißt, im Rückschluss irgendwie das hier oben? Bin mir nicht so sicher. Aber wir kicken mal. Wir kicken mal. Jetzt machen wir erstmal schnell hier die ganzen blöden Spinnweben noch weg. So, genau. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem ganzen Faden jetzt anfangen sollen, aber schaden würde auf keinen Fall. Können wir da oben noch ran? Ja. Gut. Ich weiß ja nicht, ob hier oben... wie gesagt, jetzt ist wirklich alles blind. Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung mehr, was hier abgeht. So. Ist das hier hell genug? Ich habe noch eine Feige. Also ich glaube, hier können wir wirklich, ich sag's gerne nochmal, nicht genügend Fackeln hinstellen. So. Dann tun wir mal den Mist hier weg. Ach, dieser ganze Scheiß. Aber auf jeden Fall ein neues Artefakt und das ist auf jeden Fall das dritte. Weil wir hatten ganz am Anfang eins, mal für Sword, das fast kaputt ist. Weiß nicht, ob wir, wenn wir es reparieren oder irgendwie mit dem Amboss. Also hier mit dem Dings. Aber da müssten wir auch erstmal einen kriegen dafür, um das alles reparieren zu können. Eventuell. Ich habe das Gefühl, irgendwie wartet hier noch ein großes Finale. Das wäre natürlich sehr unpraktisch. Und jetzt nicht das, was ich will. Wenn ich ehrlich bin. Also auf jeden Fall ist das hier jetzt das dritte Artefakt, verdammte Scheiße. Willst du mir jetzt gerade sagen, dass das... Okay. Von dem bisschen Spinnweben zerschlagen, ne? Ist das hier alles gleich im Arsch. Mann. Tragisch. Was für eine tragische Entwicklung. So. Ach, ich hatte hier ja auch noch einen Moment. Und diese Ecke. Die kann doch auch nie hell genug sein. Drüben mal noch was hin. Machen wir dann alles noch ordentlich, wenn wir dann mal richtig eingezogen sind irgendwann. Ja, also ich würde das Schloss hier jetzt erstmal als neue Unterkunft verwenden. Ja, geht nicht. Okay, dann erstmal neues Artefakt. Castle Crusher. Crushing Castles since the Alpha Version. Extremely powerful. Geil. Das wäre also dann unser drittes Artefakt. Ich lasse es mal noch drin, weil halt jetzt... Als nächstes nochmal der Fischer 3 Soundtrack mit dem Trainingsparcours. So. 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 Was ist jetzt hier oben noch für eine Party? Also ich habe das Gefühl, wir sind doch noch nicht ganz durch. Ist hier oben jetzt noch was los? Offensichtlich ja schon. Mist. Kacke. Nicht ganz das, was ich jetzt... hören wollte. Scheiße. Ach, ein ganzer Stack Faden, ey. Was soll ich denn damit? Okay. Es gibt hier noch ein Obergeschoss. Nee.